Bremsen, Erich! Kannst du weg da! Aufpassen. Tut mir leid. Komm, Charlie, ist das zu gefährlich. Du musst bremsen, Junge, und nicht abspringen. Ja, Opa. Du kannst doch nicht erwarten, dass die Leute alle weglaufen, bloß weil du kommst. Ja, Opa. Mensch, Mann. Für die das packt, kommt schon wieder zum Einsatz. Die hat nicht mal Zeit, um ihre Schwester zu trauern. Ihr hättet sie mal auf der Beerdigung erleben sollen. Die war die Einzige, die einen kleinen Kopfbalken hat. Ich glaube, die hat sogar alles organisiert. Sag mal, was wird eigentlich aus den Kindern ihrer Schwester? Wie viele Kinder hatte sie denn? Drei. Die zwei Großen sind bei ihrem Vater. Und Baby Marie-Lou ist bei Marens Mutter. Ach, und wieso ist die Kleine nicht auch bei ihrem Vater? Sie ist in Südamerika. Sie ist das Resultat von einem Seitensprung. Was? Das Kind von Marens Schwester? Maren wird die Kleine adoptieren. Was? Maren adoptiert das Baby? Ja, ganz sicher. Ja, aber wie wollt ihr das denn machen? Ich meine, ihr habt doch bei den Job. Ach, das kriegen wir schon hin. Wir machen das so, wie ihr es und du. Ihr arbeitet doch auch beide. Wie geht's denn mit dem Au-pair? Jeanette? Oh, frag nicht. Die hat null Orientierungssinn. Die stellst du vor die Haustür, drehst sie dreimal, die findet nie wieder zurück. Oh, Monsieur Wölke, ich habe ganz vergessen, wo ich geparkt habe, die Öte. Ich glaube, wir haben uns ein zweites Kind ins Haus geholt. Die Kohle. Ja. Ja, los, zeig her. 250. Ja, los. Ja, komm nur, verpiss dich, okay? Ey, das ist ein Kampfhund, das ist verboten hier. Hey, komm her hier. Halt die Schnauze, du Tölle, ich mach dich alle. Verpisst euch mit eurer Pitbull-Attrappe, ihr versaut ihr mir mein Geschäft. Charlie ist kein Pitbull. Ja, komm, wir gehen. Komm, Charlie. Ich mach dich fertig. Ratte, komm her hier. Los! Charlie, jetzt komm endlich! Nein! Nein! Aurelia! Ah! Hilfe! 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 Was ist denn, Thorsten? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich dir irgendwie helfen kann. Wegen deiner Schwester und dem Kind. Das ist lieb von dir, Thorsten, aber das schaffen wir schon. Das sagt meine Mutter auch immer. Ach ja, Mama mal wieder. Mutter? Ja, das habe ich doch eben gesagt. Oh. Tag zusammen. Tag. Oh. Tja, ich hab gedacht, ihr könnten alle eine kleine Aufmunterung gebrauchen. Na, möchte nicht jemand ein Stück Kuchen? Ja, aber gerne. Das kommt genau richtig. Natürlich. Schade. Wohin geht's? Ab 500 Gramm wird's undeutlich. Höhendorfer Park. Was liegt an? Messerstich. Schlagalterverletzung. Los, dann los. Opa, Opa, ein Hubschrauber! Hey, ich komme!
Entschuldigung, mein Enkel. Himmeldonnerwetter noch mal. Ich hab dir gesagt, du sollst bremsen. Das geht aber nicht, Opa. So ein Unsinn. Das ist ein nagelneues Fahrrad. Du musst einfach besser aufpassen, wenn ich dir was sage. Klar? Hallo, können wir bitte mal durch? Danke sehr. Hallo. Hallo. Ich bin die Notärztin. Und das hier an der Torse. Ich kann nämlich kein Blut sehen. Shira. Na, meine Kleine, das kriegen wir schon wieder hin. Keine Sorge. So. Wir brauchen einen Druckverband und machen Zugang fertig. Das hat die blöd geblutet. Das ist doch nur so rausgespritzt. Nicht aufhören zu drücken. Schön weiter drücken, ja? Immer schön drücken. Sehr gut. So. Jetzt können Sie langsam loslassen. Mensch, Werner, mach nicht schlapp. Langsam, bleiben Sie erstmal sitzen und atmen Sie tief durch. Ich kann wirklich kein Blut sehen. Dafür waren Sie aber klasse. Mann, das sickert aber reichlich nach. Wir brauchen noch einen Druckverband und die Oberschenkelmanschette. Ohne Sie wäre das Mädchen verblutet. Alles okay? Ja, alles in Ordnung. Was ist denn passiert? Irgend so ein Verrückter wollte ihren Hund abstechen. Oh, so einen süßen kleinen Kerl? Der wollte uns ärgern. Er hat gesagt, Charlie wäre ein Pitbull. Idioten gibt's. Oh, das Schwein ist natürlich abgehauen. Was war denn das für ein Kerl? Wie sah denn der Typ aus? Also nach Aussage der Kleinen war das ein großer Schlanker mit einer schwarzen Jacke und Kopftuch. Alex, wir fliegen Sie ins OKE. Ist das deine beste Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Dürfen wir mit? Tja, mit dem Hund nicht, wenn der durchdreht. Die Polizei wird dafür sorgen, dass du gut nach Hause kommst. Was machen wir? Drei. Eins, zwei, drei. Halt! Erich, anhalten! Bremsen! Bremsen! Achtung! Erich, bremsen! Na, Kleiner, alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung. Ja? Entschuldigung, das ist nur heute schon das fünfte Mal, nicht? Passen Sie mal besser auf ihn auf. Ja, verdammt noch mal, Erich. Du fährst wie der erste Mensch. Nun reicht's mir aber wirklich. Opa, das geht aber nicht. Wenn du so weitermachst, landest du auch noch mal im Rettungshubschrauber. Ist das klar? SR 71 für Florian Hamburg kommen. SR 71 hört. UKE ist gesperrt. Wo sollen wir Sie dann anmelden? Barmbek. Hier SR 71, dann die gleiche Anmeldung für AK Barmbek. Das versuchen wir. Wir kommen gleich wieder. Was machen wir jetzt? Ich kann nicht einfach ins Blaue reinfliegen. Flieg schon mal in die Richtung. Florian Hamburg für den SR 71. Der SR 71 hört. Barmbek kann Sie zurzeit nicht aufnehmen. St. Georg ist auch gesperrt. Ich melde mich gleich wieder. Was machen wir denn jetzt? Wollt ihr uns hier hängen lassen? Das ist schon wieder los. Wir müssen wirklich mal mit dem Staatsanwalt reden. Wir gehen OKE runter. Können wir das denn einfach machen? Wenigstens zur Erstversorgung. Wie könnt ihr denn weiter verlegen? Hier SR 71. Wir fliegen OKE. Die schöne Frau Dr. Maybach.
Das hätte ich mir ja denken können. Wer würde sonst mir mit der Staatsanwaltschaft drohen, wenn wir die Kleine nicht aufnehmen? Zustand nach Messerstich rechter Oberschenkel. Starke venöse Blutung, starker Blutverlust. Kreislauf nach einem Liter hieß stabil. Schön. Schön. Das kriegen wir schon wieder hin. Anästhesie vorbereiten. Ja. Dass wir öfter gesperrt sind, dürfen Sie uns nicht übel nehmen. Sie kennen das doch. Wir müssen sparen, kostet es, was es wolle. Und wenn es ein Menschenleben kostet, Professor Biedenstedt? Wenn wir einen Patienten fliegen, dann ist es ein echter Notfall. Sie wollten doch mal auf einen Kaffee vorbeikommen. Die Einladung besteht immer noch. Wie ich hörte, haben Sie einen Trauerfall in Ihrer Familie. Ja, meine Schwester ist tödlich verunglückt. Sie Ärmste. Ich muss anfangen. Auf geht's, Freunde. Wir müssen arbeiten für das bisschen Geld. Sag mal, das ist dein alter Herr? Genau, das ist er. Wie sieht's aus? Sie kriegen sie wieder hin. Bis sie heiratet, ist alles wieder gut, wie man so schön sagt. Was ist denn das mit deinem Vater? Willst du es wirklich wissen? Ja, würde ich dich sonst fragen? Er hat meine Mutter verlassen, als ich noch klein war. Wegen einer blonden Krankenschwester. Ja, okay, es gibt viele Scheidungen auf der Welt. Aber irgendwas muss er dir doch getan haben. Ja, ich finde, das reicht. Ja, das reicht vielleicht, dass deine Mutter ihn hasst, aber nicht du. SAR 71 von Florian angekommen. SAR 71 hört. Frage, Standort. UKE, einsatzbereit. Dann haben wir einen neuen Einsatz für Sie. Fliegen Sie Öjendorfer Park. Sturz mit einem Fahrrad. Das ist verstanden, Florian Hamburg. Einsatz! Wo geht's hin? Derselbe Park. Na, das wird doch nicht dieser kleine Kamikaze-Radler sein. Wetten? Also nicht kommen sehen. Nein, er ist mir einfach eingeknallt. Hallo. Der hat nicht geguckt. Ich bin die Notärztin. Wir kennen uns ja. Wir dachten eigentlich, er ist's. Nein, ich bin's. Papa, tut's noch sehr weh? Oh, es geht schon, aber mein Bein. Oh. Ich gebe ihm gleich was gegen die Schmerzen. Ja. Oh Gott. Sieht nach Unterschenkelfraktur aus. Ah. Ich brauche eine Schiene. Zugang und 01 Center. Wie haben Sie denn das geschafft? Das ist doch sein Fahrrad, oder? Ja, Erich hat schon ein paar Mal gesagt, die Bremsen gehen nicht. Und da wollte ich das mal selbst probieren, nicht? Sie haben doch nicht einfach den Rücktritt gesucht. Ein Mountainbike hat doch nur Felgenbremsen. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, Opa. Ja, früher musste man beim Fahrrad grundsätzlich den Rücktritt treten, um bremsen zu können. Aber dieser hochmoderne Kram heute, das ist ja lebensgefährlich. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Fliehen wir? Nein, sein Bein ist jetzt ruhig gestellt. Wir fahren deinen Opi mit dem Rettungswagen. Ziehen und schön auf Zug halten. Ja. Gut, dass Sie da sind. Hallo. Es handelt sich um eine Unterschenkelfraktur. Er ist transportfähig. Braucht ihr Hilfe? Ja, wir stehen, wenn du hier mit Anpfiff würde von den Beinen rum. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Na dann, viel Glück, ne? Danke, Frau Doktor. So. Ja, komm, komm. Wir von uns kämpfen. Das Fahrrad stellen wir sicher. Wer wollt
möchte es unbedingt selber ausprobieren. Was der Enkel nicht schafft, gelingt ihm Opa sofort. Wir fliegen zurück. Wird ja auch langsam Zeit, ich hab Hunger. Du wirst sowieso zu dick. Was? Wie denn bei dem Stress, den du mir immer machst? Das ist ein Hubschrauber und keine Straßenbahn. Was hat das Mädchen gesagt? Ein Typ mit schwarzer Jacke? Hast du ihn gesehen? Ja, hier auf 9 Uhr. Hey, das muss er sein. Schwarze Jacke, schwarze Hose. Das ist er. Warum sollte der sonst so rennen? Verständige die Pole. Da muss doch noch ein Streifenwagen im Park sein. SAR und Pol, folgen Sie uns. Wo ist er denn? Lass ihn nicht entkommen. Biegen wir schon. Da ist er ja wieder. Thorsten sagt der Pol, wo er steckt. Sachertorte. Ja, ich werde es ausrichten. Deine Mark kann öfter kommen. Na, woran denkst du? An Kerstin. Es sind nicht die, die gegangen sind. Es sind die, die zurückbleiben, die am meisten leiden. Wer hat das gesagt? Weiß ich auch nicht, aber ist viel Wahres dran. War ja echt nett von deiner Mama. Ich meine den Kuchen. Mhm. Aber wie war denn das für dich? Also ich meine, für mich wäre das ja ein bisschen komisch, wenn meine Mama hier plötzlich auftauchen würde. Mit oder ohne Kuchen. Sag mal, was hast du eigentlich dauernd mit meiner Mutter? Ich? Gar nichts. Ist mir nur aufgefallen. Okay, wenn du es genau wissen willst. Sie braucht mich eben. Als mein Alter abgehauen ist, da hat sie ganze Zeit... Ja, da hat sie nur noch dich gehabt, ist mir klar. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, wie? Meinst du denn das jetzt? Das ist ihre Seite. Sie hat dich. Aber was hast du? Naja, ich meine ja nur. Mach's gut. Alle wollen uns Babysachen schenken. Kinderbett, Wickelkommode. Aber ich denke, die Kleine hat doch alles. Sie fällt ja nicht vom Himmel. Außerdem werden wir noch eine Menge aus der Wohnung deiner Schwester bekommen. Dein Schwager wird die Babysachen ja kaum behalten wollen. Du, ich habe mir was überlegt. Ja?
Wenn wir die kleine Wohnung von nebenan dazu mieten, hätten wir doch ein Kinderzimmer. Die Wohnung geht nach Süden und Kinder brauchen Licht. Was meinst du? Ja, ich weiß, ich rede ein bisschen viel, aber ich bin halt aufgeregt. Da verändert sich ja auch eine ganze Menge. Ja. Was hast du denn? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich... Na? Was ist? Seit Kerstin nicht mehr da ist, ich weiß auch nicht. Was kann ich nur für dich tun? Ich brauche jetzt Ruhe und Zeit, Alex. Verstehe. Das ist natürlich auch für dich ziemlich viel. Schon 1 Uhr, wo er nur bleibt. Hallo? Bist du ja noch wach? Ich konnte sowieso nicht einschlafen. Wir sind nach dem Training noch kurz ins Kino gefahren. Aber du musst mir doch nicht erklären, wo du warst. Ich war aber wirklich im Kino. Ich glaub's dir doch. Du musst dir keine Sorgen machen. Mach ich mir doch nicht. Du bist erwachsen. Ach ja? Und deshalb wartest du auf mich, ja? Lass mich doch. Ich will das aber nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich finde das unerträglich. Ich bin doch kein Kind mehr. Ja, stimmt. Du wirst deinem Vater immer ähnlicher. Danke. Darauf habe ich gewartet. So drauf gefreut. Du weißt doch, der Aufsichtsrat. Guten Morgen. Stehen bleiben! Wo ist Ihr Tresorschlüssel? Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Hinsetzen! Ich habe keinen Schlüssel. Ich hab deine Alte. Und wenn du Faxen machst... Ich tu alles, was sie wollen. Da siehst du... Geht doch. Los. Auf geht's! Heiner! Heiner! Was machst du denn da? Na, wie sieht das wohl aus? Müsstest du dich für irgendwas bestrafen? Da liegst du gar nicht so falsch. Wie sagt er der gute Freund in einem solchen Fall? Willst du darüber reden? Nein. Es ist Schluss mit dem Gezicke. Halt still! Schnauze! Was hast du jetzt?
Scheiße! Scheiße! Los, gib Gas! Ich will hier weg, bevor die Bank aufmacht. Los! Ja, Heiko? Los, weitermachen! Was hast du? Bist du bescheuert? Ja, der war auf einmal da! Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Los, nur die Scheine! Idiot! Was? Nein, nicht du! Hau da ab! Ich hab das Geld! Wir treffen uns im Haus von Oma! Okay. Okay, ich hau hier ab! Was mach ich mit der Alten? Die interessiert jetzt nicht! Los. Dann ist das bei dir? Scheiße, die Bullen! Hey, ich geh nicht wieder in den Bau. Ich geh da nicht wieder rein, Yoshi. Okay, Kleiner, bleib ganz ruhig. Ich hol dich da raus. Geht's dir jetzt besser? Alex, ich muss mit dir reden. Was hast du denn? Mama und die Kinder brauchen mich jetzt. Aber das verstehe ich doch. Das schaffen wir schon gemeinsam. Es ist lieb, wie du dich um mich und meine Familie kümmerst, aber du wirst hier gebraucht. Mama hat den Tod von Kerstin überhaupt noch nicht verkraftet und ich muss mich um Mary Lou kümmern. Sie ist immerhin mein Patenkind. Mhm. Und das bedeutet, was bedeutet das für uns beide? Ich weiß es nicht. Und ich? Ich spiele überhaupt keine Rolle in deinen Überlegungen. Du hast mir doch gesagt, dass du mich liebst. War das ein Irrtum? Das tue ich auch sehr sogar, aber ich muss mich in erster Linie um Mama und die Kinder kümmern. Mann, ist ja schon wieder hinterm Deich. Was liegt an? Verdachter Herzinfarkt.
Mama am Längs, ihr beiden aufs Dach und wieder nach rechts. Wie viele sind da drin? Es ist immer noch nicht klar. Der Gärtner sagt, er hat einen Mann mit einer Pistole gesehen und die Frau, Marion Gabor. Wo ihr Mann ist, wissen wir noch nicht. Seid ihr am Haus dran? Klar, unsere Rundumsicherung steht. Aber bevor ich nicht genau weiß, was da vor sich geht, gibt's keinen Zugriff. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das Haus ist umstellt. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Werfen Sie Ihre Waffen aus dem Fenster und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Was macht denn der SAR-Hubschrauber hier? Die haben keinen angefordert. Yoshi, bist du das? Ich hab dir doch gesagt, dass ich da raushole. Also, schnapp dir jetzt die Alte und komm her. Hier sind überall Bullen. Die schießen doch auf mich. Nicht solange du die Geisel hast. Mach endlich! Okay. Ich komm jetzt. Hubschrauber. Ich sehe einen Mann mit einer Pistole. Du, aussteigen, Endstation. Du auch, F5. Sieht so aus, als ob da einer einen Hubschrauber entführt hat. Nicht schießen, ich wiederhole, nicht schießen. Achtung, jetzt kommt jemand aus dem Haus. Nicht schießen, ich wiederhole, nicht schießen. Geschossen. Unsere Leute haben nicht angefangen. Wo kommen sie überhaupt her? Das haben sie doch gesehen. Wir sind gerade entführt worden. Was ist passiert? Er hat uns zu einem Bauernhof bestellt. Die Zentrale sagt, ein Arzt hätte angerufen. Und unser Pilot meint, wir sind schon mal da gewesen. Halten Sie mal. Mensch, nur geh ran, Hohmann! SAR, Rettungszentrum Hohmann. Na endlich, Wolke hier. Wolke, wo seid ihr denn? Bist du nicht im Heli? Nein, ich bin nicht im Hubschrauber. Der ist uns geklaut worden. Was, geklaut? Hey, wir machen uns schon Sorgen. Ja, ich mache mir auch Sorgen um Maren, Alex und Thorsten. Aber jetzt hör mir bitte zu. Unser vorheriger Einsatz ging zu einer Adresse, wo wir in der letzten Zeit schon einmal gewesen sind. Schau bitte im Computer nach. Ich guck nach.
Ja, ihr wart schon mal da. Hermine Friesner. Ort und Name identisch. Herzinfarkt, verstorben. Danke, Humann. Ich melde mich wieder. Gleicher Name, gleiche Adresse. Hermine Friesner. Liegt das EKG an? Was ist mit ihm? Oberschenkelschuss, Druckverband und 5 Dormico. Ja, 5 Dormico. Verdammt, was ist mit ihm? Wenn der stirbt, dann mach ich dich kalt, du. Sind Sie mit dem Ding nicht ständig vor meiner Nase rum? Sonst löst sich noch ein Schuss und dann stirbt Ihr Freund, weil Sie dann keine Ärztin mehr haben. Das ist nicht mein Freund, das ist mein Bruder. Ein Grund mehr, nicht auf mich zu schießen. Ich störe ja ungern Ihre wichtige Unterhaltung, aber ich müsste langsam wissen, wohin die Reise gehen soll. Du fliegst! Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass die Reichweite dieser Maschine begrenzt ist. Wie weit können wir noch? Maximal 150 Kilometer. Das reicht. Du fliegst weiter Richtung Ostsee. Tief! Und erzähl nicht wieder so einen Scheiß wegen Radar. Sie sind nicht mehr auf dem Radar. So ein Mist! Wir haben das überprüft. Hermine Friesner hat 2 Enkel. Heiko und Joscha Friesner. Einer ist Fischer, der andere Schlosser. Beide haben schon wegen Raubes gesessen. Na, jetzt wissen wir wenigstens, mit wem wir es zu tun haben. So, er ist soweit stabil, aber er muss so schnell wie möglich versorgt werden. Dann mach das doch. Ich bin kein Chirurg und im Helikopter geht das schon gar nicht. Heiko, mach jetzt nicht schlapp. Heiko. Control, this is hijacked SAR-71. We're heading east. Direction Baltic Sea. Destination unknown. Repeat. Was quasselst du da? Heading east. Direction Baltic Sea. Du hast mich abgeschaltet. Du, ich mach dich kalt. Herzstillstand. Ja, tut doch was. G40. Oh Mann. Das war ganz schön knapp. Wenn der Hubschrauber noch mal ins Rudeln kommt, dann ist der Bruder tot. Ist Ihnen das klar? Die Helme runter. Und du auch. Ja, danke. Ihr Hubschrauber konnte einen Funkspruch absetzen. Sie fliegen Richtung Ostsee. Warten Sie mal. Haben Sie nicht gesagt, der eine ist Fischer? Hat er auch einen eigenen Kutter? Ja, der hat ein Fischerboot. Das liegt im Hafen Niendorf an der Ostsee bei Timmendorf. Klar, die wollen aufs Schiff. Dann müssen wir sie überraschen, dann können wir ihnen zuvorkommen. Ja, wir haben nur ein Problem. Wir haben nicht genug Hubschrauber zur Verfügung. Aber wir? Glauben Sie wirklich, die Bundeswehr lässt sich ungestraft einen Hubschrauber klauen? Wenn ich schneller fliege, sind wir in 5 Minuten leer. Genau hier fliegst du die Kiste hin. Egal wie. Das wird aber knapp. Das schaffst du schon. Los, bringt ihn zum Boot. Und wenn hier jemand den Helden spielt, dann ist das volle Doktor tot, klar? Na los, ihr Drahthüten! Los, auf! Hopp! Mann! Ja, wir machen ja schon. Halt dich raus! Los! Ab! Auf! Hopp! Ja, schön. Soll es jetzt weitergehen? Na, wie wohl? Wir hauen ab. Du kommst mit. Du kümmerst dich um Heiko. Und du hilfst dir dabei. So war das ja nicht vereinbart. Nichts war vereinbart. Dich brauche ich nicht mehr.
Wenn Sie jetzt schießen, dann rühre ich keinen Finger mehr. Dann wird Ihr Bruder verbluten. Haben Sie mich verstanden? Das wollen wir doch mal sehen. Polizei! Fahr mal runter! Polizei! Polizei! Na, Fiesner? Leck mich. Danke. Er hätte geschossen. Er hätte wirklich geschossen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, dich wiederzusehen. Wetten, du hast die ganze Zeit geglaubt, deine Mama kommt? Ich muss jetzt damit anfangen. Daran geglaubt. Du weißt doch, in jedem guten Western kommt die Kavallerie spät, aber rechtzeitig. Was hast du alles organisiert? Naja, Alex hat uns den Tipp über Funk gegeben. Tja, und hat dabei sein Leben riskiert. Eher deins als meins. Auf den Piloten hätte er in der Luft nicht geschossen. Hast dich klasse gehalten. Wir sind schon ein tolles Team, wa? Ja, das waren wir wirklich. Wieso waren? Was soll das denn heißen? Ich muss nach Berlin. Ich nehme Urlaub auf unbestimmte Zeit. Ich muss mich um die Adoption kümmern. Das heißt, du gehst auch? Nein, das ist nicht vorgesehen. Ich bleibe bei euch.